Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Montag, den 28.09.2020. Und da hören Sie auch schon, der September nimmt langsam sein Ende. September sind ja doch immer so recht schwache, statistisch schwache Monate. Die Monatskerze ist auf jeden Fall auch definitiv schwach. Und man sagt ja dann so, ab Oktober, November kommt dann langsam wieder ein bisschen Ruhe ein. Das ist dieses Jahr vielleicht, wird wahrscheinlich nicht ganz so einfach, ne? Wenn wir an die US-Wahl Anfang November denken, könnte sich da ein bisschen Spannung durchaus noch die nächsten Wochen halten. Und deswegen ist es auch interessant oder wichtig, dass man auch von oben, DAX insbesondere, auch mal einen Blick drauf behält, ne? Also wir hatten ja gestern oder für den Freitag, sage ich mal, so ein bisschen unseren DAX hier auf Tiefgang, auch mit im Boot. Wichtig war, er springt nicht oben aus dem Becken raus. Und dass er sich ein Stück halt runterwühlen kann, ne? Und wenn er dann bestimmte Trigger umklappt, dass er dann auch entsprechende Ziele erreichen kann, ne? Nicht unbedingt bis zum Grund und bis zum Maximal, aber wichtige Zwischenziele, da hat man gesagt, unter 12,55, unter 12,470, so Richtung 12,330, Richtung 12,220, das waren so erste große Zwischenziele. Und na klar, unser DAX ist ein Lebewesen, könnte man so sagen. Nein, ist er nicht. Es ist kein Lebewesen, aber unser DAX muss auch ein bisschen atmen, muss mal wieder hoch an die Wasseroberfläche, ein bisschen Luft holen, um dann eben noch ein Stückchen weiter tauchen zu können, ne? Um Stück für Stück die Leckerlis am Boden zu fressen. Demzufolge muss man vorsichtig sein, dass man das, was man gesehen hat, nicht zu voreilig urteilt. Also ich habe zumindest gesehen, dass die bei uns im Chat doch deutlicher Schwierigkeiten hatten, im Freitag mit dem DAX umzugehen. Der hat am Morgen sich schön nach unten gelegt. Wir hatten ja gesagt, grundsätzlich, wenn der DAX drüber geht, ne, wenn er über die 57 geht und sowas, dann würde ich ganz klar Long suchen. Aber ansonsten ist der Markt für mich hier unten noch eher mehr abwärts gerichtet. Ich hätte mir vorstellen können, dass wir hier unten nochmal an der Zone rumstehen kann und so weiter und so fort. Dass der DAX aber durchaus dann von Kursen unterhalb von 4,70, also zum einen erstmal hier noch diese Abwärtsbewegung fertig machen kann, um nochmal unten an die Kante zu kommen, und wenn er unter die Kante noch geht, dass er dann eben auch schon die 3,30 mal anschnüffeln könnte. Ja, vielleicht auch sogar die 2,20. Das waren so die Erwartungen. Und Sie sehen, da war hier unten dran gewesen, er ist jetzt nicht ganz punktgenau gewesen, da ist ein bisschen ein kleiner Luftzug, passt da noch dazwischen, das ist aber okay, man hat das im Tag auch gesehen. Also wir haben dann auch, nachdem da unten die lange grüne Kerze kam, auch gesagt, dass man sich da erstmal auf ein paar Rückläufe einstellen sollte. Wir hatten jetzt für uns die 4,24 und die 5,10 als Rücklaufziel erstmal. Sie sehen, er ist ein bisschen höher gelaufen. Ist jetzt aber noch nicht gravierend, halt, also es ist weder ein V geworden, noch hat da die vorherigen Hochs überwunden, deswegen möchte ich das nicht überbewerten und dann vielleicht auch an der Stelle einfach mal so sagen, wie ich das sowas handhabe. Also ich hatte zum Beispiel auch strategische Short-Positionen noch drin, die ich einfach aus einem übergeordneten Szenario mit Schlepper, ja, und bin halt auch hier unten einfach rausgegangen, als wir gesehen haben, dass an der 3,50 dort reagiert wurde. Haben ja auch bei uns ganz viele im Chat gemacht, das habe ich gesehen, das hat mir gut gefallen. Dann sind ganz viele bei 3,50, bei 3,40, bei 3,60 dann einfach mal aus den Short-Positionen raus. Und dann haben wir auch bei uns so gesagt, beziehungsweise ich sage Ihnen das ja auch in den Videos immer halt, ne, dass man dann gerne auch mal bis Montag einfach mal 39, 10 Uhr einfach warten soll, ne, dass man den dann einfach austoben lässt, noch ein bisschen rumspinnen lässt und dann wieder einen neuen Einstieg findet und im besten Fall halt auch einfach günstiger mit reinkommt. Das wäre jetzt hier definitiv der Fall und deswegen würde ich mit Ihnen jetzt auch einfach mal so ein bisschen durchspielen, was jetzt hier passieren kann, halt Ihnen mal meine Gedanken jetzt zu dem Montag mitgeben. Und ihnen einfach auch so ein bisschen an die Hand zu geben. Also ich habe zumindest gesehen, dass hier hinten ganz viele enorm aggressiv in einem Short-Position waren. Ne? Also so Freitagabend neue Position. Gucken Sie mal gerne so die letzten Jahre durch, Ihre Trades oder je nachdem, wie lange Sie traden. Also ich kann das für mich immer wieder sagen, das erzähle ich auch schon seit bestimmt 2, 3 Jahren, so Freitagnachmittag. Das sind so Tage, die haben mich immer noch Geld gekostet. Also die Handelszeit, so bis Freitagvormittag, ich weiß nicht, das liegt mir immer gut. Da finde ich, spielt der DAX immer schön mit und Freitagnachmittag, das ging mir früher so. Ich habe eine Position reingelegt, die lief mir ins Minus, die lief überhaupt nicht ins Plus an. Dann habe ich da angefangen, Stops zu schieben und am Endeffekt habe ich bis 22 Uhr in einer Minusposition drin gesessen, die mir keinen Spaß gemacht hat, egal ob ich Long oder Short drin war. Ne, es ist, irgendwie hat er immer genau das Gegenteil gemacht von dem, was ich wollte. Ne? Es ist einfach immer
entgegengelaufen und dann saß ich da und dachte mir, ja, machst du jetzt hier zu, machst du jetzt hier zu. Und dann kam er mal so 10 Punkte runter und dann dachte ich mir, ach Mensch, und ja, jetzt 10, vielleicht macht er noch 15 oder 20 runter, puff, stand er wieder 20 Punkte höher, wenn ich im Short drin war. Und dann dachte ich mir, oh, so ein Dreck, und hab dann 21,50 oder wann irgendwo so Minuspositionen weggeklickt, hab mir den ganzen Freitagabend, wo man eigentlich schön entspannt sich schon mal aufs Wochenende vorbereiten kann, dann immer irgendwelche Trades mit rangezogen. Und deswegen würde ich Ihnen das einfach so empfehlen, auch mit ranzugucken. Man muss halt lernen, den DAX auch einfach machen zu lassen. Man muss nicht in jeder Bewegung drin sein. Das ist ganz wichtig für einen Trader. Das Lernen, den einfach mal machen zu lassen. Und Sie werden merken, in der Regel steht der DAX viel öfter wieder an den Niveaus, wo Sie auch zum Beispiel mal eingestiegen sind, ne? Wo Sie dann eine Position plötzlich einfach nochmal eröffnen können, weil der Markt einfach so weit zurückgekommen ist, obwohl Sie es auch nicht gedacht hätten, dass Sie einfach dort einsteigen und Sie vielleicht unten im Tief absolut die Angst hatten, was zu verpassen halt, ne? Also deswegen einfach mein Hinweis, ruhig immer mal wieder, ne, wir haben das, schreiben das auch ganz oft im Chat, einfach Gewinne realisieren an so wichtigen Teilbereichen halt, wenn man dort sieht, da ist eine starke Reaktion, einfach mal was rauszunehmen und zu warten. Das erzählen wir eigentlich immer, das sollte niemandem neu sein, aber vielleicht ist es wichtig, das einfach nochmal so ein bisschen in die Erinnerung reinzurufen. Ne? Ich habe zumindest gesehen, dass ganz viele sich hier mehrere Shorts gegönnt hatten. Ich persönlich hätte hier zwei probiert. Ich hätte die 4,24 versucht zu shorten. Die wäre ganz gut angelaufen. Die hätte man zumindest mit einem Teilverkauf im Gewinn rausbekommen. Der Rest wäre auf einen Stand abgegangen. Und dann hätte man die 5,10, die wäre ausgestopft worden. So, Vormittag hätte man zwei, drei schöne Trades reingekriegt. Im Endeffekt wäre man selbst damit mit Plus rausgegangen. Ja, aber es darf nicht sein, dass sie dann in einem Moment, wo es für sie nicht läuft oder wo der Markt nicht mitspielt, aggressiver wären halt, ne? Das ist ein ganz klarer Trading-Fehler und das muss man sich abgewöhnen. Weil da ist auch egal, auf wen Sie hören und welche Analyse Sie gucken, wenn Sie immer dann mehr Aggressivität in den Markt reingeben, wenn es gerade nicht für Sie läuft, wenn Sie immer dann mehr verlieren, wenn der Markt das nicht macht, was Sie wollen, und dann werden Sie immer an Tagen, wo es nicht läuft, mehr verlieren, als Sie an Tagen gewinnen, wo es gut läuft. Und da muss es ja weg. Sie sollen ja an den guten Tagen ein bisschen performen, Positivität rausziehen, und wenn Sie merken, na, das läuft nicht mehr, dann sich vom Markt zurückziehen. Ja, das ist ja auch das, was wir mit unseren Optionsscheinen immer wieder sagen. Ne? Die bleiben auch für den Montag übrigens gleich. Aber auch dort sollte man natürlich, wenn der Markt nicht mehr für einen läuft, das Ding nicht bis zum K.O. aussitzen. Ja, das ist wichtig, das muss man lernen, das ist Trading halt. Ne? Trading ist nicht nur, ich gucke mir eine Analyse an und handle, was mein Bauch mir sagt. Sondern man muss sich schon ein bisschen auch irgendwo mit den Risiken auseinandersetzen. Ne? Man muss versuchen, seine Risiken zu managen. Das ist Trading, ne? Die Verluste zu managen. Darum geht es im Trading. Nicht mal die Gewinne, sondern primär erstmal die Verluste muss man managen. Das ist Trading halt. Ne? So, also hier nochmal K.O. 3, 12, 11, 11,49 rum wird der jetzt liegen. Der für die Abwärtsstrecken, der wird im Bereich um 13,270 jetzt rumliegen. Das würde ich auch noch so behalten. Ich denke, wir haben auch bei 2,20 noch eine super Unterstützung, bei 12,50 eine super Unterstützung. Die können alle nochmal kommen. Sie sehen, der Markt, der drückt schon immer von den Unterstützungen nochmal hoch. Und oberhalb haben wir, was hat 2 über 200 drin, über 250, also das heißt auch über der Flaggenkante halt. Ja, ne, das, und wenn der hier oben rausbricht, dann geht der eh weit weg. Muss man sich dann anders orientieren. Also spätestens dort sollte man sich anders orientieren. Deswegen ist es okay, dass der K.O. hier relativ nah dran liegt. Ja, und das, jetzt möchte ich mal mit Ihnen hier so ein bisschen durchspielen. Was ich mir hier so vorstelle, was ich jetzt hier so sehe und was ich mir denke. Also primär ist für mich immer wichtig, wo ist der Trend? Ne? Einen Trend erkenne ich an fallenden Hochs und fallenden Tiefs. Ja, oder steigenden Hochs und steigenden Tiefs. Das heißt, ich gucke mir primär die Hochs und Tiefsfolgen an. So, dann gucke ich mir hier oben markante Hochs an. Da ist eins, da ist eins, da ist eins. Dann habe ich hier ein markantes Hoch, hier ein markantes Hoch. Das kann man auch als markantes Hoch sehen. Dann gucke ich mir die Tiefs an. Ne? In dem Verlauf könnte man sagen, hier steigendes Tief, steigendes Tief, steigendes Tief. Das heißt, in dem Bereich hatten wir steigende Hochs und steigende Tiefs. Ja, deswegen war hier so eine Art Dreieck, so eine Art Keil drin gewesen. So, das wurde dann hier unterbrochen und seitdem haben wir ein fallendes Tief, ein fallendes Tief, ein fallendes Tief auf ein steigendes Hoch, fallendes Hoch, fallendes Hoch, fallendes Hoch, fallendes Hoch, fallendes Hoch, fallendes Hoch. Das heißt, für mich primär ist das jetzt hier so ein Punkt, wo ich sage, Abwärtstrend. So, ist der noch aktiv? Der ist noch aktiv, solange die Hochs abfallen sind. Und das sind sie. Das heißt, aus der Perspektive
muss ich jetzt einfach mal gucken, was wäre jetzt das Wahrscheinlichste. Und da müssen wir sagen, in einem Abwärtstrend ist, oder generell, nicht in einem Abwärtstrend, in einem Trend ist immer die Trendfortsetzung erstmal das Wahrscheinlichste. Ne, Wahrscheinlichste heißt, es gibt natürlich immer eine Restwahrscheinlichkeit, dass der Trend irgendwann bricht. In den meisten Fällen ist es aber tatsächlich so, dass man besser fährt, wenn man erstmal von einer Trendfortsetzung ausgeht. Ja, und so lange, bis dann der Trend einfach gebrochen ist. Und dann kann man versuchen, in dem neuen Trend mitzuschwimmen. So, und deswegen würde ich jetzt hier einfach mal ein bisschen auf die Hochs und Tiefs gucken. Ja, weil die sagen uns eigentlich, dass wir hier noch einen Abwärtstrend haben, und auch wenn der Markt stark zurückgekommen ist am Freitag und wenn er ausgiebig zurückgekommen ist und wenn er auch genervt hat, bestimmt auch, ne? Wenn er gestänkert hat und wenn er sie geärgert hat, ne? Weil die Amerikaner sich auch so schön aufgedreht haben. Die sehen ja so richtig schön nach Turnaround aus, aber auch dort sind noch Möglichkeiten, dass die wieder umkippen halt, ne? Die haben auch noch nicht ihre Hochtieffolge gebrochen. Das heißt, auch wenn es ein bisschen nach einem Umbruch riecht, dadurch, dass wir am Freitag die letzten Handelsstunden so angezogen haben, sollten wir hier trotzdem noch mit Vorsicht agieren. Das heißt, in dem Moment, wo wir uns vielleicht unwohl fühlen jetzt und sagen, na, das sieht mir jetzt aber aus, ja, es bricht der, aber wir sind noch im Abwärtstrend, würde ich deswegen trotzdem nicht Long suchen. Noch nicht. Ich würde abwarten, bis er tatsächlich bricht, bis er umdreht. So, und da möchte ich Ihnen jetzt mal was zeigen, denn, und das machen wir mal einfach anders, das machen wir mal so hier, weil das will ich nicht im Chart drinne stehen lassen haben. Wir haben hier da was ganz Markantes drinne. Das ist hier oben dieser Channel halt, ne? Der geht hier über die Anlagepunkte hier und hier. Das heißt, wir haben hier in etwa so eine Art Parallelogramm, ne, und in etwa zwei gleich lange Abwärtswellen. DAX tut sich jetzt sehr schwer, das Muster nach unten wirklich nachhaltig zu verlassen. Tut sich schwer. Das müssen wir sagen, das sieht jeder. Das erkennt jeder, immer wenn er versucht, unten wieder rauszugehen, wird er wieder reingeschoben. So, das ist letztendlich eine Art Flagge, was wir hier auch sehen. Das kann man durchaus so werten halt, ne? Und das würde bedeuten, wenn der DAX hier unten das nicht schafft, das hier wirklich nach unten mal rauszunehmen und auch wirklich nachhaltig zu verlassen, dieses Muster, ne, läuft der Gefahr, dass er hier drinnen sich wieder hocharbeitet. Und ab dem Punkt, wo er dann anfängt, diese Hochs hier umzuklappen, ne, hier einfach drüber zu steigen, so, 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 steht er irgendwo hier. So, und dann wird was passieren, was sehr häufig passiert. Dann werden ganz viele, auch ich werde das sagen, ne, werden sagen, der DAX hat jetzt von der Abwärtsbewegung, ja, einen gewissen Teil auskonsolidiert und kann von hier theoretisch wieder weiter runter machen. So, und da hat der DAX einfach eine Besonderheit, das macht er nicht gerne. Das macht er einfach nicht oft. Also dieses Szenario, der DAX erholt sich jetzt hier 61%, 50% oder was hoch und fällt dann hier hinten raus, das macht er einfach nicht gern. Ne? Die Regel ist im DAX, dass er, wenn er den zweiten Ausbruch hier unten halt vermasselt, also genau das hier, wenn er das nicht auf die Reihe kriegt und das nicht gebraten kriegt, dann läuft er hier oben rein und dann läuft er zur oberen Trendkante ran. So, und dann reagiert sie hier in dem Bereich, ja, zuckt nochmal zurück. Das muss nicht viel sein, aber geht meistens auf den Bereich, wo die ganzen Shorts eingestiegen sind, und das wird so hier in der Zone sein, ja, geht auf den Bereich zurück und bricht dann aus. So, das heißt, für unseren DAX wird es hier langsam ein bisschen wackelig halt, ne? In dem Moment, wo er zumindest oben die Hochs rausnimmt. So, und das wollte ich Ihnen jetzt bloß mal als Hintergrund zeigen für diese zwei, ich sag mal, übergeordneten Sachen, damit Sie verstehen, was wir jetzt hier zeichnen. Denn ich würde jetzt hier sagen, wenn jetzt hier der DAX anfängt, die Hochs zu brechen, dann können wir wirklich hier. Ja, ich würde nicht gerne an der 700 direkt arbeiten. Ich würde wirklich hier so in dem Bereich 750 bleiben. Also man müsste eigentlich hier sitzen, aber ich will halt auch sehen, dass das hier bricht halt, ne? Ich will nicht bloß sehen, dass das Kleine hier bricht und der dann wieder runterfällt. Das wäre dann nämlich nur ein Zwischenhoch und dann hätte er hier seine Markanten und das wäre noch, theoretisch müsste man wirklich sagen, in dem Moment, wo, wir können es ja vielleicht einfach mal so machen, ne? Wir können sagen, in dem Moment, wo der DAX hier oben in der 12.840 erreicht, müssen wir von Shorts in dem Sinne eigentlich absehen halt, ne? Das wird dann ein Long-Terrain und der DAX bekommt halt einfach seine Umkehr. So, dann haben die Amerikaner ihre fetten grünen Kerzen weiter fertig. Dann sieht das alles wieder ganz schick aus. Dann sieht das schon wieder nach Allzeithochs im Dow und im Nasdaq aus, wenn das soweit kommt. Das muss man auf dem Schirm haben. Das heißt, in dem Bereich ist es durchaus legitim, dann auch mal Short-Ideen zu verwerfen halt. Dass man einfach sagt, okay, ich habe hier vielleicht irgendwie was probiert, das hat nicht geklappt, ich löse das jetzt auf. Ja, weil wir schon sagen müssen, von hier ausgehend hatte DAX einfach hohe Wahrscheinlichkeit, hier bis an die obere Kante ranzulaufen. Weil er es oft macht.
Ja, natürlich kann er auch irgendwann mal, Sie wissen das, er kann immer was anderes machen, aber er macht es sehr oft so. Ja, das heißt, ich würde hier oben das ansetzen und würde hier unten einfach noch so einen kleinen Long-Trigger-Ast mal reinnehmen. Und das ist so für mich so ein bisschen der Punkt, wo der DAX sich tatsächlich dann beweisen muss, halt in dem Moment, wo hier über 37 drüber geht. Ja, dann müsste mir beweisen, okay, ich will meine Hoch-Tief-Folge kippen, ich will durchschalten. Ne? Also das heißt, in dem Moment, wo der DAX über 37 wegsteigt, oder über 700 ist das sogar, über 700 wegsteigt, wird er sich dann Platz bis 8,30 aktivieren. Na, über 700. Das heißt, das ist unser Long Trigger. Ab da sollte man auf jeden Fall sich im Short darauf vorbereiten, dass man sich zurückziehen muss. Halt, ne? Dass die unter Druck kommen und dass man da gegebenenfalls mal was auflösen muss. Bleibt der jetzt aber hier drunter? Bleibt der jetzt aber noch hier drunter? Und gucken Sie mal, der ist jetzt hier so an das mittlere Band zurückgelaufen und stößt sich jetzt beispielsweise zum Montag direkt nach unten ab. Dann wäre was am wahrscheinlichsten? Die Fortsetzung vom Abwärtstrend. Das heißt, wir bekommen auch ein neues Tief. Ja, das heißt, in dem Moment, wo wir jetzt hier stehen, müssen wir jetzt eigentlich hingehen und sagen, okay, mit, ich sag mal, vielleicht sogar ein bisschen Stänkerei zum Start. Vielleicht noch ein bisschen Short bereinigen. Wobei ich glaube, das ist ihnen zum Freitag wirklich zur Genüge gelungen, die Shorts rauszuhauen. Also, das sind so viele Short reingesprungen, zum Abend noch halt, ne? Freitagabend, wo ich mir sage, man, meine Güte, warum tut man sich sowas zum Freitagabend noch an halt, ne? Irgendwelche Positionen da auszusitzen, wo man ja weiß, dass die nicht mehr großartig anlaufen können zum Freitag. Also, ist ja nicht so, wie als macht der DAX Freitag in den letzten 3 Handelsstunden immer noch mal 500 Punkte. Ne? Es ist ja jeden Freitag immer wieder eher mehr so ein Geschiebe und Gedrücke und ja, es ist alles ein bisschen wehleidig halt, ne? So, da habe ich mich schon gefragt, warum tut man sich das eigentlich nur noch an, dann da halt drin rumzufuchteln da halt. Ne? Kann man auch einfach bis Montag früh abwarten und dann in Ruhe wieder einsteigen, hat man auch wieder ein bisschen Volumen drin und so weiter. Gut, Punkt. Also, entweder tut der DAX hier noch ein bisschen oben rum stänkern. Ich würde ihn dabei maximal, ich sag mal, ja, also Bereich um 600 bis 6,65. Das wäre so für mich die obere Knautschzone, so die Toleranzzone, zu der er zum Montag jetzt noch oben rumstehen dürfte. Eigentlich müsste aber schon fast eher mit dem Abwärtsgap reinkommen. Er müsste sich eigentlich schon eher schwach zeigen und hier nach unten andrehen. Mir wäre wichtig, dass es so, ja, lassen Sie den erstmal reinstarten, lassen Sie den 8 Uhr reinstarten, lassen Sie den 9 Uhr reinstarten und dann so halbe, dreiviertel Stunde ins Land gehen. Dass man dann so gegen 39, 45, 10 Uhr mal anschaut, wohin treibt es denn jetzt? Wohin kommt unser neuer Wochentrend? Welche Fahrt hat er drauf und so weiter und so fort? Und ich könnte mir vorstellen, dass die nach unten geht halt, ne? Dass der DAX einfach das nochmal aufgreift, auch wenn die Amerikaner schön hochgelaufen sind, auch wenn der DAX zum Abend schön hochgelaufen ist, er ist im Tagesminus rausgegangen. Tageskatastrophe. Ne? Und das sollte man auch nicht ganz ignorieren. Ja, so, das heißt, in dem Moment, wo der DAX sich hier vielleicht runterdreht und abwärts taucht, hätte auf jeden Fall jetzt hier nochmal einen Punkt, um so bis 460, 470 zu gehen. Die 460 bis 470, die ist jetzt Unterstützung. Das war so zum Freitagabend auch schon, als wir an der 510 angekommen sind, war das auch schon Unterstützung. Die wurde jetzt gehärtet. Dadurch, dass wir auch dort den Xetra-Close drin stehen haben, halt, ne? Den Handelsschluss vom Xetra-DAX, der 1735 rausgegangen ist. Das heißt, die 12.470, 12.460 ist eine schöne Unterstützung, die kann auch den DAX durchaus nochmal nach oben antreiben. Man kann versuchen, nochmal so eine Antriebswelle Richtung 700 zu bauen. Das wird man vermutlich sehen. Ne? Er wird da rumzucken, er wird da Stress machen. Und dann ist es wieder genau an unserer unteren Flaggen oder Channelkante hier. Ne? Das passt genau. Also zum einen haben wir dort diese Channelkante, wo er eh die ganze Zeit rumzickt. Dann haben wir den Xetra-Close, die Unterstützung. Also das ist die perfekte Stelle, um rumzuzicken. Und dann wird er das auch machen halt. Ne? Dann das lässt er sich nicht nehmen halt. Ne? Also dort ein bisschen Theater einplanen und alles, was drunter geht, unter 460, unter 470, da würde ich dann knallhart sagen, wir sind halt im Abwärtstrend, dann geht er weiter. So, und wenn der DAX dann seine 220, so seine 330 noch fallen lässt, ist das nächste Kursziel die 220. Die gucken wir uns gleich im Tagesschart an, das ist dort auch eine kräftige Unterstützung. Ne? Wir behalten das hier ein bisschen im Hinterblick, diese Kante aus dem fallenden Tiefs, das wäre so ein kleiner Überschuss bis 12.180, 12.180, gleich, kommen Sie, Zettel raus, an den Bildschirm ran, 12 zu 20 bis 12.180. Das ist dann genauso eine Zone wie zum Freitag, die 3.30. So, da kann man sich dann hinstellen und sagen, okay, ich halte die Shorts durch, baut dann wieder im Rücklauf aggressiv Shorts rein und ärgert sich, dass die alle ausgestopft werden. Oder man macht dort einfach mal einen kurzen Break.
nimmt man kurz einfach ein bisschen Fahrt raus, dünnt vielleicht eine Position aus, macht einen Teilverkauf und guckt sich das aus der Distanz an. Dann lassen sie ihn dort rumfuchteln. Ne, wird doch rumfuchteln. Das ist die 200-Tage-Linie, das ist das letzte markante Tief im Tageschart. Das heißt, in dem Moment, wo der DAX zum Montag hier runterrauscht, vielleicht auch unter die 330 bricht, dann wird, also halt, stopp, wie haben wir es gesagt, 470, 460 und eigentlich unter 460 ist dann wieder 330 das Ziel. Geht er unter 330, ist die 220 bis 12,180 das Ziel. So, und dort, wie gesagt, das ist wieder so eine, das ist wieder sowas wie am Freitag die 13,330. Das muss man auf dem Zettel, auf dem Bildschirm stehen haben. Ja, genauso wie, dass man auch über 8,30 halt einfach noch damit ausgeht, dass der echt bis da hochsteigen kann. Das wird nicht direkt klappen, glauben Sie mir, wenn Sie hier long reingehen, den gucken Sie sich erstmal ein bisschen im Minus an. Aber der wird wahrscheinlich von hier, wenn er das hier nach oben bricht, also er wird kein neues Tief machen, bevor er dann nicht hier oben war. Lassen Sie den vielleicht nochmal auf 700 zurücksetzen, wenn er hier oben angetriggert hat, so buff, buff und dann hoch. Das wäre üblich. Ja, aber das sollte man sich auch schon moralisch darauf vorbereiten, wie geht man mit dem DAX um, jetzt in der neuen Woche, wenn er über 12.830 steigt. Das wäre bullig. Das wäre sehr bullig. Ah, das wäre vor allen Dingen dann so ein Stinkefinger Richtung, ich breche unten aus, weil das hat sich dann erledigt, das ist dann durch. Ja, und das dann wieder zu aktivieren, das wird so schwer, auch wenn die Amerikaner dann nach oben drehen, glaube ich nicht. Also da wird eher das Gap hier oben geschlossen, um die 12, 13,1, was ist das hier, 13,1,10 oder was, und dann ist er hier oben an der Kante. Ja, so hier oben an der Kante hat er schon echt, hat er es leicht oben raus. Ja, leichter als hier unten raus. Okay, also, wir haben das besprochen, wir haben das besprochen, wir haben die Zills. So, und wenn wir trotzdem noch unter 12,180, das ist aber eher nichts für einen Montag. Das wäre vielleicht was für einen Dienstag, wenn er zum Montag wirklich hier unten stehen bleibt. Ne, wenn er unten bei 12,180 stehen bleibt, weil zum Beispiel alle den ganzen Tag Long gesucht haben. Ich weiß nicht, wie da bei Ihnen so die Stimmung im Umfeld war. Bei uns im Chat war es halt einfach so, hier waren alle Short drinne. Ne, und von denen suchen natürlich jetzt zum Montag ganz viel Long. Die haben schon alle gesagt am Freitag, oh, mein Fehler war, dass ich nicht long gegangen bin, mein Fehler war, dass ich nicht long gegangen bin, mein Fehler war nicht long. Der Fehler war eigentlich, dass sie zu aggressiv short gegangen sind, halt, ne, zu einer ungünstigen Handelszeit. Aber ich sag mal, Short zu suchen zum Freitag, das war jetzt nicht verkehrt. Wir haben neue Verlaufstiefs bekommen, wir haben markante, dynamische, impulsive Bewegungen nach unten gesehen. Wir haben den Abwärtstrend bestätigt und so weiter. Da sollte man sich jetzt nicht hinstellen und sagen, mein Fehler war, dass ich einen Short gesucht habe. Ich glaube, das ist nicht die richtige Herangehensweise. Ja, weil sie sollen schon versuchen, mit dem Trend zu handeln. Das ist ja das, worauf es ankommt. Ja, gut, okay. Dann haben wir das im Kasten, das im Kasten. Wir haben hier drüber gesprochen, wir haben da drüber gesprochen, da drüber, da drüber, darüber. Dann habe ich jetzt bestimmt 18 Minuten voll, oder? 22. Aber das ist wichtig. Das ist eine schwierige Situation offenbar für viele. Da müssen wir mal hier auch ein bisschen ausgiebiger. So, und jetzt gucken wir noch in unseren Tageschart. Im Tageschart sehen wir, dass wir seit Verlassen von 8,40, oha, guck mal, die kommt bekannt vor. Hat man gerade drüber gesprochen, dass wir da einen Short-Ticker aktiviert haben Richtung 200-Tag-Linien. Wir sehen hier, die liegen so um die 12,150, 12,330 rum. Ja, also das eine ist die SMA, das andere ist die EMA 200. Im Xetra DAX müsste sie um die 12,180. 12,180 rumliegen. Das passt dann auch wieder zu dieser Zone um 12 zu 20. Und der Short Trigger ist auch hier noch aktiv. Wir haben noch rote Kerzen, wir haben tiefere Tiefs. Würde ich jetzt hier nichts, also hier muss ich jetzt erstmal nichts anpassen halt. Na, hier müsste man was anpassen in dem Moment, wo der DAX eine grüne Tageskerze über 12, 9, 8, über 13.000 stellt. Über 13.000 müssen wir hier wieder was anpassen, ansonsten können wir das erstmal so lassen. Okay, gut. Dann habe ich Sie heute lange genug hier beplätschert. Mir war es einfach wichtiger, hier heute mal ein paar Worte mehr zu verlieren, weil ich einfach gesehen habe, dass vielen hier ein bisschen die Orientierung fehlt, dass viele vor allen Dingen auch die Fehler an der falschen Stelle gesucht haben und ich auch den Eindruck hatte, der ein oder andere hat gar nicht so richtig verstanden, was ich hier gezeichnet habe. Ja, deswegen dachte ich mir, mache ich heute mal ein bisschen länger. Ich hoffe, sehen Sie es mir nach und wünsche viel Spaß am Montag beim Umsetzen. Ja, machen Sie das Beste draus, holen Sie sich ein paar Punkte, machen Sie den nackig, nehmen Sie den aus. Der hat das verdient, ja. Aber bitte, bitte seien Sie nicht die, die auf die Straße springen, mitten in den Verkehr rein, mit zwei Messern in der Hand und versuchen da wild irgendwie rumzustechen. Ja? Sie müssen die sein, die am Straßenrand stehen, ganz ruhig, tief durchatmen, einatmen, ausatmen. Und wenn Sie merken, jetzt ist der Moment gekommen, wo der DAX gerade anfällig ist, ein bisschen Geld zu verlieren, zack, rein, Messer rein,
Geld raus und wieder zurück. Zurück an die Seitenlinie, warten, warten, einatmen, ausatmen. Ja, und das muss sich der ein oder andere halt einfach noch verinnerlichen. Ja, haben wir manchmal das Gefühl, sobald der ein oder andere mit dem Messer zugestochen hat, dann ist es sofort im Rausch halt. Ne? Und dann sticht er und sticht er und sticht er und sticht er und merkt eigentlich gar nicht, dass der Dachs gar nicht mehr vor ihm steht, sondern was ist die Polizei oder was. Und dann bist du immer noch der Loser halt. Ne? Und dann haut der Dachs nochmal einmal in die Fresse und dann ist der Tag auch gelaufen. Das ist nicht das Ziel. Okay? Also mit Ruhe, das ist wirklich das, was ich ihm mitgeben kann, wo ich merke, dass das ist das, wo auch andere sagen, Mensch, das hat mir einfach geholfen. Und seitdem ich das beachte, seitdem ich viel ruhiger trade, seitdem ich mehr Pausen mache, seitdem ich den DAX kommen lasse und so weiter, läuft es besser bei mir. Deswegen beharre ich da auch immer drauf, zeige ihnen das so ein bisschen und gebe ihnen das mit, damit sie es einfach adaptieren können halt. Ne? Sie werden nicht. Wie soll ich sagen? Also sie werden nicht mehr Verluste haben, wenn sie ruhiger traden. Das ist Fakt. Das ist Naturgesetz. Okay? Also, mit aller Ruhe und Besinnlichkeit und Entspannung und ja, sonst lassen sich jemand nach Hause kommen, der sie massiert oder keine Ahnung, aber nicht wild rumfuchteln hier im Markt. Das macht nur Taschen leer und kostet Geld. Gut, ich mach aus und hoffe, es hat Ihnen geholfen. Und schauen wir mal, was er zum Montag macht. Bis morgen. Tschüss.